Kleiner Ritt auf den Drachen. Zum Glück eine sanfte Landung. Wir müssen zu einer Verdammung. Fisch in der Hose. Jetzt weiß Harry, wo der nächste Horcrux ist. Okay. Gelandet. Ich am Ufer. Erstmal ein bisschen zerstören. Bastards sammeln. Hier können wir zwar wieder nicht wahrer Zauberer werden, aber ein bisschen Stats können wir trotzdem sammeln. Wenn wir schon hier sind. So ein bisschen angeln. Oh, ein Charakter. Albert Rankin. Der war im See versteckt. Albert Rankin hat sich im See versteckt. Sehr schön. Film aber anders. Da war ich im See ertrunken. So. Wie kommen wir hier jetzt durch? Sollen wir da überhaupt durch? Hier können wir jetzt hier ein bisschen puzzeln. Ein Wandpuzzle machen. Okay, was basteln wir hier zusammen? Eine Geschenkbox oder was? Gibt es einen Charakter und Dragomir? Dragomir? Das ist doch aus Herr der Ringe. Nee, das war Boromir. So. Okay, was machen wir hier drin? Zu erledigen. Nö. Kann ich hier vielleicht mit Aquamenti? Ja, mit Aquamenti können wir bestimmt da was lösen. Sehr schön. Die Lösung der Probleme ist manchmal näher als man denkt. Sehr schön. Jetzt öffnen wir mal das Geschenk. Da muss Ron mal ran. Und Ron kann das öffnen. Dragomir. Ist da nicht Smaug? Ne, die ist Boromir aus Herr der Ringe. Ich wusste, dass du es lustig findest, Molly. Das ist mal wieder dein Humor. Oh, da geht's schon weiter mit der Story. Stimmt, dass das Teleportationszelt fällt. Nicht zählt, sondern fällt. Ich hätte noch ein paar Stats sammeln können. Juppt. Dorf von Panik, Hogsmeade. Ah ne, das ist nicht Panik, das ist Katzenjammer. Das ist das Katzenjammer-Zauber-Dings. Das klang aber im Film auch anders. Mein Humor ist Blut, Tod und Religion. Da passt ja zueinander. Passt ja gut aufeinander. Todesser. Im Film auch anders. In dem Buch erst recht. Da
sind wir nicht auf Todesser gestoßen, haben uns erfolgreich versteckt. Da habe ich sich aber verstecken können. Brauchen wir Krummbein für Hogsmeade mal anders. Okay, die können wir tatsächlich bewegen, die Laternen. Für den Bastards. So, sehr schön. Ach, hier muss Ron mal ran. Der Ron muss ran. Genau. Na, hoch damit. Scheinbar doch nicht. Erstmal Krummbein rausholen. So, eine Hermine-Platte. Eine Hermine-Tasche-Platte. Und was ist das? Was Hermine so alles in ihrer Tasche hat. Ich habe einen kleinen Rasenmäher mit dabei. Einen Staubsauger. Ein Gartendrechsler. Das ist so ein Laub. Wer ist das Laub? Laubdingens. Mit den Stämme und Äste. Schredderst. Was Hermine alles so in ihrer Tasche hat. Hat sie daran gedacht, dass sie das irgendwann mal brauchen könnte? Hat es mitgenommen. Wer kennt's nicht? Wer hat nicht eine Häckselmaschine in seiner in seiner Tasche? Zwei von drei. Da hinten ist drei von drei. Zockenteil, Gryffindor. Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Yay. Schön, dass der Film eine nicht magische normale Handtasche einer Frau mit eingebaut hat. Das stimmt aber. Was soll es in eine nicht magische Tasche einer Handtasche einer Frau reinpasst? Das ist ja wirklich manchmal. Dafür haben Frauen keine Hosentaschen. Das ist dafür. Da gibt es ja mal einen Ausgleich für. Die Hosentaschen von Frauen bei. In den Hosen von Frauen, das ist ja wirklich. Passt gar nichts rein. Na komm ran dort. Laterne entzünden. So sehr schön. Frauen und ihre Handtaschen. Hast du immer noch einen Rasenmäher, einen Föhn und einen. Eine Häckselmaschine mit dabei, das noch immer so ein bisschen den ganzen Werkzeugschrank mit drin. Ein Klo für unterwegs. Eine Kloschüssel. Dort sind schon ganze Abenteurergruppen verloren gegangen. Selbst Dr. Jones hat sich nie eine Handtasche gewagt. Ja. Kannst echt verloren gehen, Ron.
kriege vielleicht auf der Toilette ein bisschen. Ich brauche noch eine Spinne. Eine Spinne auf der Toilette vielleicht. Wo kriegen wir hier eine Spinne her? Ich glaube, ich spinne. So. Vielleicht in dieser Häckslermaschine hier. Kann ja sein, dass der Inhalt eine Spinne ist. Aus Versehen meine Spinne eingesaugt. Ne, leider nicht. Tja. Und wenn gerade Mülloser hier irgendwas machen, dann machen wir erstmal das hier. Die Handtasche von Hermine. Ein Schlauchboot. Und eine Badewanne. Tja, eine Badewanne. Sehr schön. Hermine hat eine Badewanne in ihrer Handtasche. Wie gesagt, was da nicht alles reinpasst. Wirklich beeindruckend, was da alles reinpasst. Genau, ein paar Stats sammeln. So muss das. Meine Stimme verkackt schon. Wir spielen auch noch nicht mal eine Stunde. Nach Hogwarts. Harry ist zurück. Die Schlafenden. Der Raum der Wünsche müsste es sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das versteckte Schüler im Raum der Wünsche. Jetzt müssen wir die Leute wecken. So einfach geht's nicht. Schade. Wäre jetzt so einfach. Ich glaube, da drüben müssen wir es irgendwo anbringen. Hier. Sehr schön. Da kriegen wir eine Weasley-Kiste. Oder auch nicht. Der Raum der Wünsche hat Dumbledore nicht mal da reingeschissen, weil er Chili zu Mittag hatte. Wenn ich das wüsste. Das denkst du dir mal aus, Modi. Das Kinoron. Die anderen kriegen Schlag ins Gesicht und eine Torte. Eigentlich nicht wissen die heißen Kinder. Schlag ins Gesicht. Luna mit einem Feuerwerkskörper geweckt. Auch schön. So.
Können wir Luna spielen? Oder nicht? Nee, können wir nicht. Hermine können wir spielen. Jetzt müssen wir weitere Wege finden, die anderen Zwecken. Zum Beispiel mit der Platte. Und der Hermines Tasche Platte. Ein Buch, ein Lenkrad. Ein Dings. Ein Radio. Was die Musik aus Teil 4 vorspielt. Wahrer Zauberer, sehr schön. So muss das. Wir haben aber trotzdem mit den Stats. Ein Lila mal so mit dabei. Oh, da sind Schüler in der Rücken. Vielleicht können wir den retten. Ja, sehr schön. Der Schüler retten Sound. Den finde ich so schön. Dann habe ich mir das mal ausgeschnitten und da jetzt. Dann habe ich mir gestern noch rausgeschnitten. Als Sounddatei und gleich als Alert angelegt. Es gibt einen Alert. Ich glaube für Bits. Für Bits habe ich das angemacht. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Bits. Ich glaube für. Wenn du mehr als 100 Bits gibst, dann kriegst du den Sound. Den Schüler gerettet Sound aus Harry Potter. Slay Harry Potter. Ja, als der vorgestellt wurde, meinte Dumbledore sowas von mir, erschien er in der Situation als eine Toilette, weil es wirklich notwendig war. Da war eine extrem seltene Szene im Buch. Nee, das war Neville Longbottom. Das war nicht Dumbledore, das war Neville Longbottom. Der hat mal gefragt, als Neville Longbottom das erste Mal den Raum der Wünsche in Teil 5 kennengelernt hat, dann ist er dann, es gab es sogar im Film, ist er dann dorthin gegangen, da haben sie gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast den Raum der Wünsche gefunden, und hat er gefragt, wie funktioniert der, und ich glaube Hermine hat das dann so erklärt, der Raum der Wünsche funktioniert wie eine Toilette, wenn du eine Toilette brauchst, dann, nee, Neville hat das glaube ich so gesagt, Neville hat gesagt, funktionierte wie eine Toilette, also wenn ich jetzt dringend eine Toilette bräuchte, dann würde der Raum hier eine Toilette sein oder so. Hat dann Herr Termine gesagt, nett, ja, eigentlich nicht, das ist nicht die Idee, aber doch, das ist die Idee, aber so funktioniert es nicht. Jetzt müssen wir Snape bekämpfen. Das war Neville, der es gesagt hat. Neville Longbottom. Nicht Dumbledore. Können wir mit McGonagall spielen? Ja, wir können mit McGonagall kämpfen. Sehr schön. Let's fight. Sehr schön, wir können mit McGonagall kämpfen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und wie sie jubelt. Auch schön. Ja, das doch. Ja, die Duelle hier, die sind auch nicht so schwer. Und Wasserstrahlzauber. Ein Quamenti besiegt. 200% Dumbledore. Als irgendwo geteasert wurde, ich glaube in Buch 4, er meinte nicht eine gemeinsame Schule. Nee, das war eindeutig. Vor allem durch Neville Longbottom, als er den Raum der Wünsche kennengelernt hat. Da hat er gefragt, ob das eine Toilette ist. Funktioniert das wie eine Toilette? Das war eindeutig so. Molly, da brauchen wir jetzt nicht streiten. Das war nicht Dumbledore. Ach, so besiegen wir den wieder. Slina an der Teil nochmal zurück. Feuern. Na toll. Du musst den Main kriegen. Können wir die Statuen zerstören?
1 von 3, da gibt es noch ordentlich Stats für. 2 von 3. Hier ist noch eine Statue, sehr schön. 3 von 3. Stone Wappenteil. Ah, sie kann auch daran, nicht nur Hermine, sondern auch McGonagall. McGonagall ist auch schlau genug für so einen Schrank. Autsch. Wappenteil. Drei Wappenteile haben wir hier schon. Vielleicht kriegen wir hier so noch ein drittes. Ich meine ein viertes. Ne, die können wir nur mit mal schwarzer Magie öffnen. Ah, schade. So, jetzt besiegen wir mal Snape. Sonst zwingen mich nicht, die Bücher normal zu lesen. Ich respektiere J.K. Rowling nicht genug, das zu tun. Doch ich zwinge dich jetzt, die normal zu lesen. Wegen der einen Szene in Teil 5. Den können wir nicht angreifen, den können wir nur mit den Teilen, die er wirft. So, einmal noch, dann haben wir ihn. Den Tisch zurückwerfen. Tisch in your face. Duell McGonagall gegen Snape. So muss das. Schon der erste Fluch sitzt. Ja. Was passiert eigentlich in einem Duell, wenn der einen einen Zauberspruch raushaut, den der andere nicht kann? Wir müssen ja immer mit dem anderen Spruch parieren. Mit demselben Spruch parieren, meine ich. Den er auch hat. Wenn er jetzt... Wenn Snape jetzt einen Patronus-Zauber einsetzt, den McGonagall ja scheinbar nicht kann. Nein, doch, den kann sie, aber ja, den gelben Zauberspruch, den kann sie nicht. Du widerlicher Mensch. Mutti, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Zwerg. Voldemort. Und der ist auch kein Mensch. Nicht mehr. Wieder wird abgeschlossen. Wahrer Zauberstein insgesamt. Schön angefahren, war sogar gerettet. Geschichte fortsetzen. Aber bevor wir hier weitermachen, im Teil 7.2 in Hogwarts, mache ich mal eine kleine Pause. Eine kleine Kaffeepause. Ich gehe in den Warteraum. Wir sehen uns gleich wieder. Da rennt noch ein Schüler in Panik vorbei. Renne wieder zurück. Ja, bis gleich. So, willkommen zurück. Joa, weiter geht's. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Sein Charakter. Dean Thomas. So. Filch hat noch einen Wunsch, den wir ihn erfüllen können. Vielleicht. Ein Besen. Was sonst? Wenn wir einen Besen haben. Vielleicht können wir hier mal. Den können wir mal hoch, das bringt vielleicht auch was.
Ui, ich bring das was. Was ist drin in der Truhe? Ron, ein grünes Hemd freigeschaltet. Sehr schön. Hier haben wir ein Besen. Besen für dich. Da freut er sich. Einen goldenen Stein. Gibt's für uns. Den 77. So, ich fürchte mal, wir müssen hier runtergehen. Warte, wir haben noch hier. Immer noch hier einen Vielsafttrank. Guck mal hier mal. Nee, ist nur ein Stärketrank. Schade, sonst könnten wir mal mit einem anderen Charakter. Vielen Dank. Schüler in Panik hier überall. Das klingt nach einem guten Namen für eine Partei. Müssen wir vielleicht mal runden. Bürger in Wut gibt es ja schon. Schüler in Panik. In der Partei. Ja, warum nicht? Okay, er braucht einen Zaubertrank und er Zaubertrank. Sie braucht ein paar Blümchen. Der braucht ein Butterbier. Ja, sehr schön. Snackkorn ist mit dabei. Ein paar Blümchen. Ah, McGonagall. Schwarze Gewänder freigeschaltet. Ah, mein Charakter. Du brauchst einen Zauberstab. Hast du den Zauberstab verloren? Tja. Ist schlecht, wenn man seinen Zauberstab verliert. Ah, da liegt er doch. Ein Blindfisch. Let's go. Beschützt das Schloss. Ein Schutzschild um das Schloss. Gezauber. Und weiter geht's. Anne! Nur vier Leute hier. Film auch mehr. Wie immer mit unserem Film. Mach die Brücke kaputt. Wir dürfen die Brücke sprengen. Juhu. Ravenclaw. Ein Geist.